Also da ist unser Düngerinjektor für Spezial- und Reinkulturen. Damit injektieren wir jetzt, wie hier zum Beispiel, Mais nachträglich. Hier fehlen dem Landwirt jetzt noch 120 Kilo N pro Hektar. Die haben wir jetzt schön mit den Nadelrädern platziert neben der Reihe, 15 cm. Die Maschine haben wir im letzten Jahr von der Firma Agrifac gekauft und hier vorne diesen Düngerrahmen dran gebaut, wo die einzelnen Nadelräder montiert sind. Die Nadelräder können wir in jeder beliebigen Position positionieren und jede Reihenweite so realisieren. Im Moment ist die Arbeitsbreite 6,75 Meter mit 9 Maisreihen. Das lässt sich auch variabel darstellen. Bis zu 9 Meter Arbeitsbreite können wir realisieren. Mit den Nadelrädern können wir N-Mengen von minimal 60 N bis maximal 400 Kilo N pro Hektar ausbringen, rein theoretisch. Die Nadelräder können wir alle 25 cm rein theoretisch am Rahmen positionieren. Kulturen wie Mais, Zuckerrüben oder Spezialkulturen oder Sonderkulturen wie Rotkohl, Weißkohl, Salate und vor allem Kräuter werden mit dieser Maschine gedüngt. Wir haben uns 2018 für Agrifac entschieden, weil Agrifac eine variable Spurverstellung hat von 1,50 m bis 2,25 m und wir können noch verschiedene Reifenbreiten montieren. Die Arbeitsgeschwindigkeit beträgt je nach Ausbringmenge von 3 km bis maximal 7 km pro Stunde. Die Injektionsräder sind einzeln angesteuert. Jedes einzelne Rad wird abgeschaltet über GPS. Das heißt Section Control, Teilbreitenschaltung, Reihen genau. Aufgrund der letzten zwei Saisons werden wir für die Saison 2021 die Maschine noch weiter modifizieren bzw. erweitern. Es wird einen neuen Grundrahmen erhalten, wo die Nadelräder, Injektionsräder noch einfacher verstellt werden können, um noch mehr Variabilität zu haben.